Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Pokémon Let's Go Pikachu weiter. Wir befinden uns immer noch im Hauptgebäude der Sylph Company und gehen hier so ein bisschen durch die Gegend, weil man das auch darf. Hat ja keiner was dagegen, oder? Haha, dachtest du etwa, ich arbeite für die Sylph Company? Naja, also ja, aber nein, aber ja, aber nein. Forscher Jonas fordert dich heraus. Du standest schon so komisch. Also typische Pokémon-Trainer-Position. Irgendwie in so einer Ecke, aber genau so, dass jedweder Weg abgeschnitten wird. Sodass man in jedem Falle irgendwie an dir vorbeiläuft. Das ist so Pokémon-Trainer-Style. Also, man kann sich dem Ganzen nicht entziehen. Ach, come on, ernsthaft? Ja. Das war sehr effektiv offensichtlich. Und sehr schön. Hast du gut gemacht, Rihorn. Kannst du jetzt bitte nochmal draufstampfen, damit die ganze Angelegenheit hier so ein ganz klein bisschen beendet ist? Smogon sieht eigentlich ziemlich stabil aus. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass man so auf ihn draufstampfen kann. Dass er so platt wie ein Pfannkuchen ist. Und wird. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Oh. Magneton. Du bist ja süß. Okay, und du bist eigentlich genau das Pokémon, wofür man Rihorn braucht. Außer natürlich, du setzt Lichtkanone ein und bist schneller. Ja, süß. Okay, so viel dazu. Und jetzt wechseln wir zu Glurak und hoffen auf das Beste. Müsste ja eigentlich schneller sein, ne? So mit 12 Leveln. Okay, Glurak. Oh, probieren wir deinen neuen Flammenwurf aus. Ja, so lobe ich mir das. Wusch, wusch, wusch. Und Tschüssikowski. Da hat er mich ziemlich böse und übel überrascht mit seinem Magneton. Mir sind die Pokémon ausgegangen. Da denkt man noch so, man kann mit Rihorn ohne Probleme Magneton besiegen und dann sowas. Kaum trocken hinter den Ohren, aber schon ein begabter Trainer. Ja, du machst dir keine Vorstellung. So, das wäre sehr unnett von dir, muss ich mal so sagen. Rihorn, wirst direkt geheilt. Jetzt packe ich dich schon auf die... Ich glaube, Rihorn hat jetzt... Er hat sich so langsam aber sicher seine Verschnaufpause verdient. So, deswegen packen wir dich weg. Garados kommt nach vorne. Und dann muss der Rest jetzt halt über Garados laufen. Du findest ein Fläschchen AP+, was bedingt übrigens eine gute Idee ist. Denn als Wasserflug-Pokémon dürfte Garados ziemlich viele natürliche Feinde hier haben. Denn die setzen ja doch ganz gerne einige Elektro-Pokémon ein. Aber Garados ist schnell und stark. Deswegen wird es hoffentlich schon klappen und passen. Wir hatten den Teleporter genommen, deswegen teleportiere ich mich hier wieder zurück. So, hier war die Frau. Den Teleporter kennen wir zur Genüge. Der Typ hier. Wir haben hier genau, mit dem war ich ja auch schon fertig geworden. Ansonsten, ich hatte mich ja weitestgehend. Das war der Lagerraum. Was war das für ein Teleporter? War ich hier schon? Es ist eine Tatsache, dass das Ausnutzen von Schwachstellen... Wir waren hier schon. Alles klar. Mir ist in der anderen Etage, in genau dieser hier... Da oben ist ja noch ein Item. Das hatten wir uns jetzt ja noch gar nicht geholt, weil wir da auch... Ach so, weil da... Ah, ich verstehe. Ich bin aber auch ein Dussel, dass ich diese Tür total übersehen habe. Dup, die dup, die dup. Ich lauf hier so herum, die dumm. Lapras bekomme ich einfach so geschenkt. Aber Porygon kriege ich natürlich nicht mit. Finde ich schon ein bisschen gemein. Du findest eine Kapsel Megablock. So, was war mit dir? Du brauchst mich gar nicht so anzustarren, seit ich gegen dieses Kind... Ja, mit dem finsteren Blick. Team Rocket wählt sich anscheinend von der Sylph Company ein starkes Pokémon. Ich muss mit ihm fliehen. Gon. Porygon, ich will dich haben. Damit ich dich in meiner Box einsperren und nie wieder rauslassen kann. So wie ich das mit allen Tieren mache. Was war das hier nochmal für eine Etage? Man weiß es nicht genau. Team Rocket will, sie müssen es wegen unserer Produkte. Wir hatten schon auch auf der Etage hier aufgeräumt. Was war das hier für ein Teleporter? Ach so, das war erster Stock, ne? Ja, genau, deswegen waren wir auch schon auf der Etage. Weil, aha... Dann hatte ich mich diesbezüglich hier schon umgeguckt. Was ist das hier eigentlich? Das ist das fünfte OG. Also offiziell sind wir mit der Hälfte durch, Leute. Das ist gut, oder? Ich glaube, das ist sehr gut. So, mit dir brauche ich auch nicht mehr rumschnacken.
Hier ist auch nichts. Du bist auch nur. Und den Teleporter hatten wir auch schon. Jo. Dann sind wir hier auch fertig und können direkt schon weitergehen. So, logischerweise das sechste UG. Alles andere wäre jetzt auch seltsam gewesen. Den Teleporter hatten wir auch schon genommen. Mit dem waren wir nämlich ursprünglich im sechsten OG schon gelandet. Genau, dann hatten wir hier mit den ganzen Leuten gequatscht. Bla 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 bla. Und dann war hier links nichts weiter. Dort oben stehen immer noch Try und Atlas sich gegenüber. In diesem Duell des Anstarrens. Bis der Erste blinzelt. So heißt es nämlich. Ja. Derjenige, der zuerst blinzelt, hat verloren. Und, das war's. Meine Schwestern werden mich rächen. Okay. Offensichtlich war ich hier auch schon. Typ, düdüp, düdüp. Hier ist niemand. Lalala. Wer warst du? Ich frag mich, ob dies das Ende des Hilf Company. Oh, dabei war das so ein toller Job. Ich habe hier so gut verdient. Und bla, bla, bla. Dippe, 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 dipp. Moment. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Wenn du dich auf der Stelle umdrehst, rufe ich Verstärkung. Wir waren hier schon, aber die Tür hatte ich noch nicht geöffnet. Welche Etage war das jetzt hier? Das war irgendwo unten, oder? Erstes OG. Ah, deswegen war ich da schon. Alles klar. Wie ging ich zu verstehen? Wunderbares Teleportersystem. Ich weiß ja nicht, ob ich das in meiner Firma haben wollen würde. Es wäre mit Sicherheit praktisch, mal davon abgesehen, dass meine Firma nicht groß genug ist. Sodass das irgendwie... okay, interessant. So spart man sich die Schlüsselkarte, theoretisch. Du glaubst doch nicht, dass ich dich einfach hier nach Lust und Laune herumstolzieren lasse. Warum denn nicht? Hast du etwas zu verbergen? Forscher Patrick fordert dich heraus. Vielleicht ja dieses wunderbare Item, das da oben in der Ecke liegt. Ja, so viel dazu. Garados, du bist so eine total tolle Wahl hier. Ich glaube ja schon. Na gut, ich versuche alle wegzuspülen. Wird dann hoffentlich funktionieren. Dup, dup, dup. Kaskade, los! Ohne sein Lichtschild hätte das vielleicht sogar geklappt. Vielleicht. Ultraschall. Beherrschte kein Donnerblitz oder so? Ultraschall ist eine Schwachsinnsattacke auf dem Level. Zieht halt 20 KP ab und sonst nix. Na gut, wenn er meint. Setz Porygon ein. Oh, wie süß. Porygon. Es sieht auch so herrlich, naja. Es sieht so herrlich, naja, aus. Was soll ich dazu sagen? Also, ich meine, es ist halt Porygon. Düp, düp, düp. Setz Hyperstrahl ein. Ist klar. Was zum Geier. War ganz gut. Aber leider hat Porygon doch so seine Limitationen, ne? Muss man ja irgendwie so festhalten. Aber schön, dass es scheinbar auf einem relativ niedrigen Level den Hyperstrahl erlernt. Huch, verloren? Ja, das kann ich mir auch irgendwie gar nicht erklären. Na, wie findest du das Gebäude der Sylph Company? Ein wahres Labyrinth, oder? Hey, geht so. So langsam aber sicher habe ich es hier geknackt. Muss ich auch mal so sagen. Du findest einen Beleber. Hier ist nix, da ist nix. Was in den ganzen Bällen ist, erfahren wir leider nicht mehr. So. Und dieser Teleporter hier, könnte ich auch fast von ausgehen, dass wir den schon mal hatten. Ja. Auch wenn ich jetzt gerade nicht weiß, auf welcher Etage wir uns hier befinden. Aber, achso, nee, das war auch noch weiter unten. Ist in Ordnung. Ist alles gut. Okay. Weiter geht's nach oben. Dup, die, dup, die, dup. Bei den Fahrstühlen muss ich bei den anderen Etagen jetzt eigentlich nichts weiter beachten, ne? Weil wir bisher immer gesehen haben, dass die Tür zum Fahrstuhl frei zugänglich war. Also könnte zum Beispiel sein, dass es irgendwo ein bisschen versteckt ist, ne? Dass, nur wenn ich auf einer bestimmten Etage aus dem Fahrstuhl rausgehe... Ja, das da unten hatten wir dann jetzt auch schon. Nur wenn ich aus einer bestimmten Etage aus dem Fahrstuhl rausgehe, dass ich nur dann eben zu einem bestimmten Punkt komme oder so. Aber das scheint ja hier... Ihr seht erschöpft aus. Danke, Schwester Joy. Düpp. Wenn du jemandem verrätst, dass ich eine Spionin bin, dann setzt was. Was will sie machen?
mir eine hauen? Das wäre irgendwie sehr unnett. Achtes OG übrigens. Jo, nö. Wie gesagt, nur beim 10. OG wäre das mit dem Fahrstuhl vielleicht nochmal interessant. Ja, du hast mich besiegt. Zufrieden? Bisschen. Die ganzen Teleporter hatten wir jetzt mittlerweile, glaube ich, auch, ne? Ich glaube schon. So, dann haben wir da noch irgendwie etwas. Nö. Ich glaube, wir haben's. So. Okay. Nee. Ah. Guck mal an. Also, beziehungsweise. Was ist das? Ist das ein Lavados da auf dem Gemälde oder wer soll das sein? Wer bist du denn? Und was willst du hier? Wir sind ganz oben angelangt. Den Fahrstuhl muss ich nicht mehr nehmen. Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus. Aber irgendwas sagt mir, dass das hier nicht der richtige Weg ist, beziehungsweise dass die mir gleich sagen, nope, hier geht's nicht weiter. Weil die irgendeine künstliche Blockade geschaffen haben. Und dann muss ich wieder zum Teleporter zurück. Zumindest setzt da mal was anderes ein. Auch etwas, was Garados irgendwie ein bisschen entgegenkommt. Bitte mehr Traumatos, dankeschön. Schick sie mir alle entgegen. Ich würde mich super freuen. Oh ja, Zubats zum Beispiel auch. Na gut, es ist nicht super passend, aber... Ich glaube, Garados wird damit dann auch fertig. Los, Garados! Knirsch es weg! Nom nom nom! Fledermausflügel! Mein Leibgericht! Mein neuestes! So, Golbat. Ja gut, okay. Machen wir dann wieder ein bisschen Arbeitsteilung. Komm, Pikachu. Damit du auch was tun darfst. Es geht los! Pika! Dü-dü-dü. Da der Levelanstieg sich jetzt tatsächlich so ein bisschen in Grenzen gehalten hat, muss ich wirklich davon ausgehen, dass Giovanni Pokémon dabei hat, die unter Level 40 sind, oder? Es läuft vermutlich darauf hinaus. Finde ich niedlich, irgendwie. Aber gut. Komm mir entgegen. Dafür wird wahrscheinlich in der Psycho-Arena dann aber die Hölle los sein. Oh, Backe, voll fertig gemacht. Das tut mir aber leid. Was fällt dir ein, einfach so gegen uns zu gewinnen? Ja, Entschuldigung. Ich kann doch nichts dafür. Oh, du findest ein Top-Elixier. Ja, so viel dazu. Dieses Büro ist sehr, sehr seltsam aufgebaut, wenn ich das mal so sagen darf. Also... Hä? Wofür gibt's die Treppe und den Fahrstuhl, wenn man dann nicht da reinkommt? Das ergibt keinen Sinn. Es ist egal. So. Zweites OG bitte. Düp, 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 düp. Zum Glück haben wir dank unserer Beharrlichkeit den richtigen Weg bereits gefunden und können den richtigen Teleporter nehmen, der sich wohl nochmal befunden. War es dieser Teleporter? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Vielleicht war es. Ja, er war es. So, wer hat gewonnen? Wie soll ich denn so einen Boss warnen? Wie soll ich? Geh, Hering, zeig dem Boss von Team Rocket, wo der Hammer... Okay. Scheint ein sehr intensives Duell zu sein. Das zieht sich jetzt schon mehrere Stunden lang. Aber naja. Try wird schon wissen, was er da tut. Hoffe ich mal. Bleib sofort stehen, du Rotzlöffel! Hä? Der Boss steckt gerade mitten in einem wichtigen Gespräch, klar? Wenn du glaubst, dass wir dich da einfach reinspazieren lassen, hast du dich geschnitten? Miaut, genau. Okay, Jesse, okay, James. Ihr habt es nicht anders gewollt. Wir kämpfen. Jesse von Team Rocket und James von Team Rocket fordern dich heraus. Ist es eigentlich das letzte Mal, dass wir gegen sie kämpfen? Ich bin mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher. Garados und Glurak. Oh, das ist so eine schöne Kombination. Ich bin ja begeistert und verliebt gleichermaßen. Ja, ich bin mir halt echt nicht sicher, weil, wie gesagt, theoretisch ist doch dann die ganze Geschichte erledigt und durch mit Team Rocket. Flammenwurf, Glurak! Okay, na gut. Hätte fast gereicht. Was soll's. Trotzdem Arbok ausgeschaltet. Und damit haben wir zumindest in der Beziehung unsere Ruhe. So, Smogmog setzt jetzt Toxin ein oder so bestimmt, ne? Oder Donnerblitz. Coole Attacke. Auf das falsche Pokémon. Hätte ich doch lieber auf Garados eingesetzt, oder?
Hm, aber wer weiß, was Arbok getan hätte. Egal. So, Drachenpuls, damit wir es mal sehen. So, Glurak, Drachenpuls. Ein Laserstrahl, der ein bisschen übel ist. Dupdidup. Tschüssikowski. Du besiegst Jesse von Team Rocket und James von Team Rocket. Immer dieselbe Leier. Ja, wie ich Kinder hasse. Das war wohl mal wieder ein Schuss in den Ofen. Sieht so aus, als wäre das mal wieder ein Schuss in den Ofen. Bling. Okay. Ja, cool. We did it. Pikachu schaut genervt aus der Wäsche. Ja, wenn du schon genervt bist, weißt du? Was soll ich denn dann erst sagen? Jetzt finde ich ein bisschen seltsam, Pikachu. Pikachu. Irgendwie, wenn Pikachu sich so verhält, habe ich irgendwie den Eindruck, dass ihm irgendwas ins Futter gemischt wurde. Aber ich kann euch versichern, dass ich mein Pikachu nur mit absolut tollen Bio-Beeren füttere. Mit Bio-Produkten halt. Mein Pikachu wird nur vegan ernährt. Jo. Und damit haben wir's. Moment, nochmal kurz gucken. Ja. Muss reichen. Bingo! Die Schlüsselkarte hat die Tür entriegelt. Hi. Herr Präsident, Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie mich täuschen können. Der Meisterball. Er ist längst fertiggestellt. Hab ich recht? Die Produktion eines Meisterballs ist aufwendiger, als Sie denken. Und jetzt, wo ich weiß, wer Sie wirklich sind, da will ich ihn auch gar nicht mehr fertigstellen. Wie war das? Sie haben richtig gehört. Wir lassen uns nicht von einer Verbrecherbande erpressen. Meine Firma wird Ihnen auch nicht dabei helfen, eine Armee starker Pokémon zu erschaffen. Erst recht nicht basierend auf irgendwelchen gestohlenen Forschungsergebnissen. Na, na. Unsere Abmachung sah aber anders aus, Herr Präsident. Wenn Sie sich so dreist weigern, ist es Ihnen bestimmt auch egal, was aus Ihren lieben Mitarbeitern wird, oder? Oh. Hallo? Seh an. Hering ist also auch da. So sieht man sich wieder. Leider haben der Präsident und ich gerade ein paar geschäftliche Dinge zu regeln. Wichte wie du haben da Sendepause. Halte dich lieber aus den Angelegenheiten von Erwachsenen raus. Zu spät. Ansonsten wirst du eine Welt voller Schmerzen kennenlernen. Ich find's nett, dass die Mitarbeiterin im Hintergrund dabei die ganze Zeit lächelt. Naja. Okay. Gut, Rocket Boss Giovanni fordert dich heraus. Er hat 3 starke Pokémon, die er alle gegen mich einsetzen will. Aber natürlich nacheinander. Und er fängt an mit seinem süß kleinen Snoopy-Likard. Oh, wie süß. So. Ja gut, dann. Aha, okay. Er kommt jetzt mit den Ende Level 30. Wie ich gesagt habe. Okay, alles klar. Ende Level 30, Anfang Level 40. Ja. Da kommt er jetzt mit sowas um die Ecke. Ist schon richtig. So. Das war es leider noch nicht ganz, aber egal. Snobilikat ist verhältnismäßig flink. Das muss man ihm lassen. Aber Gyarados ist eindeutig stärker. Das war der erste Streich. Dupdidu. Gyarados Level 45. Wey. Okay. Oh, Rihorn erreicht Level 42. Auch cool. Setz als nächstes Rihorn ein. Nee, da kannst du direkt weiterkämpfen, Gyarados. Das ist deine Aufgabe. Wobei es lustig gewesen wäre, wenn ich meinen Rihorn eingesetzt hätte. Aber egal. So, Gyarados. Spül es einfach weg. Mit viel Spüli. Willst du viel? Spül mit Gyarados Kaskade. Haha. Das reimt sich nicht. Setz als nächstes Nidoqueen ein. Da kannst du direkt weiterkämpfen. Ist das nicht toll? Nido. Okay. Cooles Pokémon. Aber halt auch nur ein Boden-Pokémon. Tschüss, Nidoqueen. Okay. Trotzdem danke dafür, dass du mir gezeigt hast. Ach, wie konnte ich nur verlieren? Weiß ich auch nicht. Ich wundere mich offen gesagt auch. Aber was soll's. Nanu, Rihorn entwickelt sich. Oh mein Gott,
Rihorn durchlebt jetzt eine wunderschöne Metamorphose und verwandelt sich in einen Schmetterling. Mit Flügeln und buntem Gefieder. Oder ähnlich. Naja. Oder er wird halt das. Glückwunsch, dein Rihorn wurde zu einem Rizeros. Cool. Für Rizeros wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es hat gelernt, auf seinen Hinterbeinen zu laufen und komplex zu denken. Wie viel ist 2×2? Seine Haut gleicht einer Rüstung und widersteht sogar heißer Lava. Schön. Wollte ich schon immer mal haben. Nein, unfassbar. Ja, ne? Finde ich auch geil, dass man Rihorn sich jetzt weiterentwickelt hat. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde unsere Übernahmepläne der Sylph Company aufgeben. Fürs Erste. Aber Team Rocket bleibt bestehen. Alle Pokémon auf dieser Welt existieren nur zu unserem Nutzen. Vergiss das niemals. Ich ziehe mich jetzt zurück, aber meine Zeit wird noch kommen, du wirst schon sehen. Okay. Dupdidup. Und dann geht er ganz casual weg. Ja gut, Leute, ich glaube, ich hab's dann geschafft. Hier liegt ein alter Forschungsordner. Darin befinden sich Fotos von einem süßen und einem sehr stark aussehenden Pokémon. Ansonsten sind da nur Diagramme. Okay. Süß und sehr stark aussehend. Mew und Mewtwo, kann das sein? Ich versuche gerade die Gemälde zu entziffern. Auf diesem Bild ist ein Pokémon zu sehen. Ist es etwa ein legendäres Pokémon? Aber... Hier rechts habe ich Zapdos gesehen. So. Aber wenn dort oben Lavados ist, wer ist denn das da links? Da ist doch auch schon wieder so viel Orange und Rot. Das ist doch kein Arctus. Das muss auch Lavados sein. Ich erkenne es offen gesagt nicht so richtig. Ich habe keine Ahnung. Ja, schade. Danke, dass du uns gerettet hast. Der Präsident und die Belegschaft sind dir dafür zutiefst verbunden. Zumindest der Teil der Belegschaft, der nicht übergelaufen ist zu Team Rocket, aber egal. So, hi. Ich danke dir für deine Hilfe, mein lieber Junge. Pika. Haha, du hast ja recht. Dich darf ich natürlich nicht auslassen, mein kleiner Freund. Ich werde niemals vergessen, dass ihr uns aus unserer Notlage gerettet habt. Oh, ich will mich natürlich auch noch dafür erkenntlich zeigen. Ich könnte dir alles geben, was es für Geld zu kaufen gibt. Jackpot! Aber warum machen wir es nicht etwas spannender? Hä? Du erhältst einen Meisterball vom Präsidenten der Sylph Company. Du verstaust das Item. Was du da in deinen Händen hältst, findest du mit Sicherheit in keinem Laden. Das ist der streng geheime Prototyp unseres Meisterballs. Mit ihm fängst du garantiert jedes Pokémon. Wir haben allerdings nur dieses eine Exemplar fertiggestellt. Ich wäre dir also verbunden, wenn du den Meisterball unauffällig einsetzen könntest. Okay. Wie setze ich den denn unauffällig ein? So verdeckt werfen. Ich wickel noch Krepppapier drum oder irgendwie sowas in der Art. Jo. Weißt du, da, das ist der streng geheime Prototyp. Ja, Bahashinobudu. Okay. So. Pikachu schaut dich mit leuchtenden Augen an. Und ist gerade das schönste kleine Pokémon der Welt. Oh, du bist so süß. Du bist so unfassbar süß. Du bist ja so unglaublich süß. So, eigentlich, mir wurde gesagt, dass Pikachu... Guck mal. Pika, Pika. Genau. Also ja, dass Pikachu einem so ein High Five gibt. Süß. Finde ich toll. Oh, Pikachu hat ein Geschenk für dich. Na, was ist diesmal? Spiralfeder. Eine kleine, dünne Feder, die bis zum Äußersten gedehnt wurde. Man kann nicht mehr erkennen, wofür sie ursprünglich verwendet wurde. Was? Ich habe keine Ahnung, was du mir damit sagen willst. Was du da in deinen Händen hältst, das ist ja streng geheime. Okay, alles klar. Ja, ja. Gut, gut, gut. Also, jo. Okay. Ja, das war's, Leute. Dann tschüss. Das war's. Das war's in der Tat. Wir haben die Sylph Company gerettet. Okay. Und jetzt könnte ich theoretisch nochmal durch den ganzen Laden marschieren und mit allen Leuten reden. Also, naja, ist halt so die Frage. Ich weiß nicht, ob dann auch irgendwie, ob die mir dann noch zusätzlich Items in die Hand drücken, weil die mir so dankbar sind. Oder, wie gesagt, bei Porygon hätte ich jetzt fast vermutet, dass mir das eventuell noch was bringen würde.
Aber ansonsten bin ich mir gerade nicht so hundertprozentig sicher. Ich glaube, ich würde es einfach machen wollen, der Vollständigkeit halber. Wenn wir merken sollten, dass es Quatsch ist, naja gut, dann habe ich halt mal wieder Lebenszeit verschwendet. Was soll's. Du und deine Pokémon habt uns gerettet, Hering. Yay! Dankbarer Mensch Nummer 1. Das schreibe ich mir auf meinem Punktekonto gut. Also für jeden Tag eine gute Tat. Ich finde, das habe ich dann heute mehr als genug ausgereizt. Lalala. Hi. Was? Team Rocket ist verschwunden? Ja, du kannst also wieder an die Arbeit gehen, du Faulpelz. Kann ich überhaupt nicht verknusen. Immer diese Mitarbeiter, die sie vor allem drücken. So unglaublich. Höppe töppe schnu schnu schnu. Hier in der Lagerhalle, die, da ist nix. Offensichtlich. Mensch, wäre das cool, wenn man jetzt ein Fahrrad hätte, ne? Mit dem man hier durch die Gegend sausen könnte. Oder Inliner oder sowas. Gab's nicht sogar in irgendeinem Pokémon-Teil Inliner? Statt einem Fahrrad? Oder verwechsel ich das gerade? Oder denke ich mir jetzt gerade irgendwas aus? Vielleicht denke ich mir gerade was aus. Team Rocket ist geflüchtet. Du hast sie vertrieben, oder? Vielen Dank. Yay. Dankbar. Alle Leute dieser Welt sind mir unglaublich dankbar. Und sie huldigen mir ganz vorzüglicherweise, weil sie mich lieben. La 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 la. Jo, ist aber ziemlich... Also so ohne Rocket-Typis ist die Sith Company erstaunlicherweise extrem leer. Gut, jetzt kann man natürlich auch sagen, dass vielleicht auch tatsächlich heute eher so ein Tag war, wo die halbe Belegschaft ohnehin Urlaub genommen hat. Und deswegen haben es die meisten auch gar nicht mitbekommen, dass hier was war. Der Porygon-Heini ist weg. Na toll. Okay, die Arbeit ruft, los geht's. Na. Dass Team Rocket das Weite gesucht hat, haben wir dir zu verdanken, oder? Ja. Mir allein. Wir würden uns sehr freuen, wenn du später einmal für die Sylph Company arbeiten würdest. Du kennst meine Qualifikation gar nicht. Meine einzige Qualifikation besteht darin, dass ich offensichtlich weiß, wie man mit Pokémon umgeht. Ich weiß nicht genau, ob mich das wirklich für den Job hier über alle Maßen... Naja, aber ist egal. Wir haben uns verlobt. Ich werde ganz rot. Hehe. Was? Was ist hier schiefgelaufen? Ich heirate ihn nur, weil er ohne mich nichts gebacken kriegt. Okay. Helfersyndrom im Endstadium offensichtlich. Ich weiß nicht, ob das eine gute Basis für eine Ehe ist, aber naja. Sie möchten es bitte probieren. Ist in Ordnung. Wow, du hast ganz allein Team Rocket in die Flucht geschlagen? Ja, offensichtlich. Mir hat ja kein Depp hier geholfen, ne? Trizer ist auch weg. Weiß nicht, wie ich drauf komme, aber... Vielen, vielen Dank, dass du den Präsidenten gerettet hast. Wir können dir gar nicht genug dafür danken. Du hast uns gerettet, ich danke dir. Yay! Das ist ein Lapras, ein überaus intelligentes Pokémon. Ja, ja, ich glaube, Bobelaber ist kann sehr gut schwimmen. Pass gut auf es... Wegen des Vorfalls haben wir unsere Pläne für den Verkauf von Meisterbällen gestoppt. Was schade ist. Das würde nämlich die ganze Geschichte irgendwie auch... Ich meine, es wäre so... Was wäre denn so falsch daran? Ja, jetzt ist es momentan halt so, dann musst du halt... Also entweder der Ball trifft auch direkt oder beziehungsweise behält das Pokémon direkt in sich. Kann ja auch passieren. Oder aber du wirfst halt mehrere Bälle auf das Pokémon. Ist doch total egal. Dann verkauf halt den Meisterball. Was würde sich aufgrund des Meisterballs innerhalb dieser Spielewelt ändern? Gar nichts. Es würde sich nichts ändern. Es würde alles vereinfachen. Vielen Dank, dass du uns gerettet hast. Selbst für Team Rocket, das würde alles einfach nur einfacher machen. Einfach einfacher. Es ansonsten... Naja. Naja. Aber gut, okay. Vielleicht denke ich mir das... Vielleicht denkt sich mein kindliches, 10-jähriges Ich die ganze Welt auch gerade zu einfach. Wie. Ich mache mir die Welt, wie sie gefällt, wie sie mir gefällt. Kann ja durchaus auch sein. So. Hier ist keiner. Da steht keiner rum. Nur jede Menge Topfpflanzen. Düb, 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 düb. Guck mal, Schwester Joy ist auch noch da. Na? Ihr seht erschöpft aus. Wie wär's? Aber gern doch. Wenn du jemandem verrätst, dass ich ein Spionin bin... Die Mission ist vorbei, Schwester Joy. Es hat sich... erledigt. Wir haben das Gebäude gerettet. Alle Leute sind jetzt in Sicherheit. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Manche gehen sogar wieder arbeiten. Das ist furchtbar, ich weiß, aber es scheint so zu sein.
Mein Porygon-Typi ist weg. Ich werde nie wieder im Leben ein Porygon bekommen. Verrat bitte niemanden, dass ich geweint habe. Die Sicherheitskameras haben es doch sowieso aufgezeichnet. Ja. Anhand der Sichtung der Videokameras wird sich bestimmt dann auch ergeben, welcher Mitarbeiter besonders gelobt und gefeiert wird und welcher Mitarbeiter besonders schikaniert und gefeuert wird. Das könnte ich mir zumindest irgendwie vorstellen. So die Nachbearbeitung halt, also die Nachsichtung. Man muss ja den Tag dann auch irgendwie aufarbeiten. Dann muss erstmal irgendwie in einem Meeting das genau nochmal besprochen werden. Gewisse Sicherheitsvorkehrungen müssen nochmal so ein bisschen, überdacht werden. Also man sollte vielleicht nochmal so das eine oder andere sich ins Gedächtnis rufen und dann vielleicht für die Zukunft vorsorgen. Das könnte ja alles irgendwie so sein. Und dann wird sich vieles ändern innerhalb der Firma. Ja, vieles wird sich ganz eindeutig ändern. So. Die TM42 enthält die Finale. Hey, lass mich ausreden. Ja. Okay. Mensch, das hat sich ja gelohnt. Einmal quer durchs Gebäude zu flitzen, ne? Habe ich euch zu viel versprochen? Ich glaube nicht. So. Ich bin heute später in die Firma gekommen, weil ich ein Weilchen blau machen wollte. Und kaum bin ich wieder da, muss ich erfahren, was Team Rocket hier angestellt hat. Das war vielleicht ein Schreck, sage ich dir. Ja. Wohl dem, der blau macht. Jedes Werkzeug kann man sowohl zum Guten als auch zum Schlechten verwenden. Wenn ich dran denke, was Team Rocket mit der Technologie der Sylph Company hätte anstellen können, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Wow, furchtbar. Sie hätten Pokémon fangen können. Also Sachen machen können wie bisher. Ob es bei meiner Versicherung als Arbeitsunfall durchgeht, dass Team Rocket mich eine Weile lang festgehalten hat? Kannst du es ja probieren. Offenbar waren es Kinder, die Team Rocket aus der Sylph Company vertrieben haben. Das war's doch nicht etwa. Ach, was rede ich denn da? So ein Unsinn. Lalala. Und jetzt geh mir aus der Sonne. Okay. Oh, willkommen. Du suchst den Präsidenten? Der befindet sich in seinem Büro im 10. Stock. Cool. Ja gut, ich glaube, wir haben's. Dann jetzt. Diese Sache mit der Übernahme hat uns ganz schön in Verzug gebracht, weil wir die ganze Zeit über nicht arbeiten konnten. Das müssen wir jetzt erstmal wieder aufholen. Überstunden für alle. Way. Okay, ich suche mal einen neuen Job. Wir sind ja fertig mit der Sylph Company. Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben viele Trainer bekämpft. Wir haben viele Items gesammelt. Und wir haben den Meisterball als Belohnung erhalten. Den heben wir uns aber für einen ganz besonderen Augenblick auf. Glaube ich. Oder wir setzen ihn niemals ein. Das könnte natürlich auch sein. Egal. Ja, wir machen jetzt hier an der Stelle erstmal wieder eine Pause und setzen unser Abenteuer beim nächsten Mal fort. Ich sage jetzt erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.